Okay, heute testen wir deinen persönlichen CRT-Wert. Was auch immer das bedeuten soll. Ja, wenn du jetzt nicht weißt, was das ist, gar kein Problem. Ich wusste es vorher auch nicht. Im Endeffekt ist es dein persönlicher Cognitive Reflection Test Score. Ja. Den habe ich aus diesem Buch hier, Die Kunst des klugen Handelns. Ja, das ist der zweite Teil. Das andere Buch heißt Die Kunst des klaren Denkens. Das habe ich auch schon mal vorgestellt. Erinnert ihr euch an das Tinder-Video? Warum du auf Tinder keine Antworten kriegst? Genau, das war's. Und heute schauen wir uns eben den zweiten Teil an. Und eines, was in dem Buch vorkommt, ist eben der CRT-Test. Und den machen wir jetzt live im Video. Also bitte dranbleiben. Erstmal, what's up? Was geht? Alles klar? Hey, what's up? Was geht? Ja, bevor wir starten, bitte, bitte, bitte einmal auf den Like-Button hauen. Damit helft ihr mir ungeheim weiter, damit meine Videos einfach ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Insofern, bitte haut auf den Like-Button. Okay, danke, danke, danke. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr alle den Like-Button geklickt habt. Wie man an meinen Views und an meinem Like-Ratio sieht, passiert es nicht immer so. Also bitte haut auf den Like-Button, danke. Okay, bevor wir den Test starten, ich werde dir also gleich im Test drei Fragen stellen. Die musst du alle drei beantworten. Also das ist ja ihr Job, ja? Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Es gibt auf alle drei Fragen nur eine einzige Antwort. Die lohnt es sich auch zu notieren, damit wir dann im Anschluss, wenn aufgelöst wird, gucken können, was du für einen CRT-Score bekommen hast. Ansonsten mache ich, nachdem ich die Frage gestellt habe, eine kurze Pause. Das gibt dir auch die Chance, dass du das Video pausieren kannst, wenn du der Meinung bist, okay, ich würde da gerne länger drüber nachdenken oder was auch immer, dann drück bitte auf Pause und nimm dir einfach so viel Zeit, wie du willst. Aber die Fragen sind nicht super schwer. Trotzdem kannst du dir natürlich so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. Also einfach Video pausieren und dann weitermachen mit der nächsten Frage. Und es sind in Summe drei Fragen. Okay, ready? Der Test beginnt mit der ersten Frage jetzt. Ein Tischtennisschläger und ein Tischtennisball kosten zusammen 1,10 Euro als Set. Der Tischtennisschläger ist um 1 Euro teurer als der Tischtennisball. Wie viel kostet der Tischtennisball? Okay? Jetzt auf Stopp drücken. Okay, ich hoffe, du hast dir die Frage notiert. Einfach irgendwo auf einen Zettel oder merken. Machen wir weiter mit der zweiten Frage. In einer Textilfabrik brauchen 5 Maschinen genau 5 Minuten, um 5 Hemden zu produzieren. Wie lange brauchen 100 Maschinen, um 100 Hemden zu produzieren? Wieder kurze Pause. Gut, ich hoffe, du hast dir wieder deine Antwort notiert. Machen wir mit der letzten und mit der dritten Frage weiter. Auf einem Teich wachsen Seerosen. Diese Seerosen verdoppeln sich flächentechnisch jeden Tag. Nach 48 Tagen ist der komplette Teich bedeckt. Nach wie vielen Tagen ist der halbe Teich bedeckt? Wieder Pause machen, Antwort überlegen, notieren. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie ihr abgeschnitten habt. Bin gespannt, ob jemand alle drei Fragen richtig beantwortet hat. Als ich den Test das erste Mal gemacht habe, das war im Bachelorstudium, ist also schon einiges an Zeit her, da habe ich genau zwei Fragen, 2 von 3 richtig gehabt. Ich habe die mit dem Tischtennisschläger vergeigt, also die habe ich nicht richtig gehabt. Die anderen beiden konnte ich, hatte aber gerade was das eine angeht mit den Seerosen schon mal so eine ähnliche Aufgabe gesehen, also gar nicht so leicht, wie man meint. Okay, bevor ich den Test auflöse, noch einmal kurz ein bisschen zum Hintergrund. Den Test hat sich Shane Frederick ausgedacht und hat ihn mittlerweile an Tausenden von Menschen getestet, unter anderem auch an sehr vielen Universitäten. Am besten hat das MIT aus Massachusetts abgeschnitten. Dort haben die, glaube ich, die Teilnehmer so um die 2,1 Antworten im Durchschnitt richtig gehabt. Dicht gefolgt von Princeton. Princeton war, glaube ich, irgendwie so mit 1,6, 1,8 oder so. Also auch unter 2 im Schnitt. Da das ja doch irgendwo sehr kluge Menschen sind, die da auf diese Unis gehen, auf diese Elite-Unis, sieht man, okay, selbst die haben nicht alle drei Fragen richtig beantwortet. Braucht man sich also jetzt nicht schlecht fühlen, speziell nicht, wenn wir das jetzt hier so mitten irgendwie in so einem Video machen, auch wenn man keine Frage richtig beantwortet hat, denn man kann dieses ganze Thema auch trainieren. Sehen wir gleich am Ende des Videos. So, jetzt gibt es erstmal die richtigen Antworten, also gut aufpassen und deinen Zettel herholen oder beziehungsweise sich erinnern, welche Antworten du gegeben hast. Erste Frage. Wenn ein Tischtennisset 1,10 Euro zusammen kostet und der Schläger 1 Euro teurer ist als der Ball, dann muss der Schläger natürlich 1,05 Euro kosten und der Ball 5 Cent. Denn nur so ist der Schläger 1 Euro genau teurer als der Ball. Der Ball kostet demzufolge 5 Cent und das Set zusammen wiederum 1,10 Euro. Ja, das ist richtig. Also nein! Hä? Habe ich recht? Ja! Entschuldigung, guck mich genau an, ich bin ein Genie. Zweite Frage. 5 Maschinen brauchen 5 Minuten, um 5 Hemden zu produzieren. Wie lange brauchen 100 Maschinen, um 100 Hemden zu produzieren? Auch 5 Minuten. Pro Like eine Minute suchen, okay? Das Video hier, würde ich sagen. Machen wir. Okay, dann 50.000 Likes, dann sind wir bei.
50.000 Stunden. Chillig. Dritte Frage. Das ist die mit dem Teich. Wenn Seerosen auf einem Teich wachsen und sich jeden Tag flächentechnisch verdoppeln, nach 48 Tagen haben sie den ganzen Teich bedeckt, dann sind sie einen Tag vorher halb bedeckt. Das heißt, nach 47 Tagen ist der halbe Teich bedeckt, woraufhin dann am 48. Tag die Seerosen sich wieder verdoppeln und damit den ganzen Teich bedecken. Also, ich weiß nicht, vielleicht gucken auch nur super kluge Leute zu. Und haben alle drei Fragen richtig beantwortet. Ansonsten waren die Fragen doch gar nicht so einfach, wie man eigentlich am Anfang gedacht hat. Denn man hat immer eine intuitive Antwort parat, die man gleich geben möchte. Ja, das ist einmal beim Tischtennis-Schlägerset. Naja, wenn der 1 Euro mehr kostet, dann kostet der Schläger 1 Euro und der Tischtennisball eben 10 Cent. Stimmt natürlich nicht, weil dann wären es nur 90 Cent teurer und nicht eben 1 Euro teurer. Unser intuitives Gehirn sagt aber eben diese Antwort uns leise oder flüstert uns leise diese Antwort ins Ohr. Die zweite Frage mit den 100 Maschinen, 100 Hemden ist natürlich die intuitive Antwort auch 100 Minuten. Genauso wie bei 5 Hemden, 5 Minuten, 5 Maschinen, möchte man natürlich von intuitiven Denkweise her sagen, naja, dann braucht man eben 100 Minuten dafür. Auch nicht richtig in dem Fall sind und bleiben 5 Minuten, denn wir haben eben die Maschinen auf 100 aufgestockt und wenn wir dann 100 Hemden haben möchten, brauchen wir wiederum nur 5 Minuten. Punkt vor Strich. So. Dritte Frage, die mit den Seerosen. Ich persönlich finde die ist noch am intuitivsten, weil man eben okay gleich an der Fragestellung drin hat, ja, die verdoppeln sich jeden Tag und wenn man dann 48 Tage hat, weiß man, okay, sie haben sich verdoppelt innerhalb eines Tages, dann sind es 47. Also wenn man da ein bisschen die Intuition und das Impulsive zurückhält, dann kommt man auf die Antwort, finde ich, noch am ehesten. Die anderen beiden sind schon ein bisschen trickreicher. Gut, also wir haben gesehen, es gibt für jede dieser drei Fragen eine intuitive Antwort und für jede dieser drei Fragen eine Antwort, bei der man mal kurz einen Schritt inne oder mal kurz einen Schritt zurückgeht, innehält alles und dann die Antwort erst gibt. 30. So, ich bin jetzt echt gespannt, wie ihr abgeschnitten habt. Also notiert euch mal die richtigen und falschen Antworten. Euer CRT-Score ist sozusagen 2, wenn ihr 2 richtige Antworten habt. 1, wenn ihr eine richtige habt, 3, wenn ihr 3 richtige habt und 0, wenn ihr 0 richtige habt. Und jetzt gucken wir uns mal an, was für Eigenschaften in einem Menschen denn mit diesem CRT-Score einhergehen. Es wurde zum Beispiel festgestellt, dass Menschen, denen man $3.400 anbietet, die sie gleich auf die Hand haben können, und als zweite Option ihnen anbietet, $3.800 zu bekommen, aber erst nächsten Monat, dass Menschen, die einen niedrigeren CRT-Score haben, also impulsiver antworten, lieber die $3.400 jetzt haben, als die $3.800 in einem Monat. Obwohl $400 auf einen Wert von 3.400, die man ja eh schon geschenkt kriegt, eigentlich doch noch ein recht guter Zins wäre. Also eigentlich eine unlogische Entscheidung. Man kann ja auch noch... Aber scheinbar sind Menschen, die einfach impulsiver und intuitiver sind, risikoaverser. Menschen, die ruhiger und überlegter auf solche Antworten sind auch mit Risiko, sag ich mal, ein bisschen wärmer. Ja? Die kommen besser mit Risiko zurecht. Menschen mit einem niedrigeren CRT-Score sind auch impulsiver, was Kaufentscheidungen angeht. Das heißt, sie sind eher dazu verleitet, wenn sie zum Beispiel durch den Supermarkt laufen oder durch irgendeine Shopping-Mall, etwas intuitiv oder impulsiv zu kaufen. Meine Käse schwimmen in den Mund. Anstatt einkaufen zu gehen, weil man wirklich etwas braucht. So, was steckt da jetzt dahinter? Unser Gehirn kommt ja noch aus der Steinzeit und in der Steinzeit hat dieses impulsive oder intuitive Gehirn gewonnen. Denn wer hier gut impulsiv und intuitiv Entscheidungen treffen konnte, der ist schlussendlich besser vor den Raubtieren weggerannt und hat am Ende überlebt. Früher war es wichtig, dass dieses Gehirn sehr gut funktioniert hat und dass wir es auch ständig benutzt haben. Heutzutage haben wir ganz viele komplexe Entscheidungswege, die wir gehen müssen und da hilft es uns eben nicht, dieses intuitive Gehirn öfter zu benutzen, sondern dieses langsame Gehirn, was wir einsetzen müssen, um analytischere Fragestellungen zu beantworten. Wer sich dieses Thema mal genau angucken möchte, da gibt es auch ein ganz tolles Buch, das heißt Thinking Fast, Thinking Slowly oder Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman. Der hat für diese Psychologieentdeckung sogar den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen. Insofern, wer sich das mal angucken will, ist vielleicht ein eher gröberes Sachbuch, da kann sich das mal angucken. Wem jetzt wieder dieser Denkfehler gefallen hat, den man da jeden Tag immer eventuell in die Falle läuft, der kann sich dieses Buch hier eben holen, Die Kunst des klugen Handelns oder eben auch Die Kunst des klaren Denkens, das ist der Teil 1. Es sind jetzt in Summe 52 mal 2, also 104 Denkfehler drin.
die man im Alltag ja immer mal wieder entdeckt, auch bei sich selber. Insofern lohnt sich auf jeden Fall, die beiden Bücher zu lesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid mit eurem Score zufrieden. Wenn ihr nicht zufrieden seid, den kann man trainieren. Ein Trick zum Beispiel, um diesen CRT-Score zu erhöhen oder eben sein langsames Denkvermögen zu trainieren, ist auch einfach bei den einfachsten Fragestellungen einfach kurz pausieren, Schritt zurück machen und versuchen, sein langsames Denken zu benutzen, also sein analytisches Denken. Und wer das einfach im Alltag immer und immer wieder versucht zu trainieren, der wird einfach ja ein bisschen sensibilisiert auf solche Fragestellungen und kann dann beim nächsten Mal, wenn er so einen ähnlichen Test macht, besser abschneiden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte einmal den Like da lassen, wie anfangs schon gesagt, oder ein Abonnement. Ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag wieder mit einem neuen Video. Bis dahin.